Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! U96 ist betankt, beladen und bereit für die nächste Unternehmung. Wir schreiben mittlerweile den 20. August 1941, mitten in der Nacht. Und es ist Zeit, nach langer Zeit mal wieder in See zu stechen. Zugegeben, eine sehr lange Zeit, die wir jetzt nicht auf Feindfahrt waren. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist einfach der Tatsache geschuldet gewesen, dass sich meine Grafikkarte verabschiedet hat. Und das hat jetzt einfach ein bisschen länger gedauert. Ich musste die Kiste einschicken, den ganzen Rechner, dann ist alles durchgetestet worden. Und dann kam er jetzt vor ein paar Tagen mit einer neuen Grafikkarte zurück. Also, wir haben bereits einen Auftrag zugewiesen bekommen und unser Operationsgebiet befindet sich hier unten. Ich glaube, da waren wir vor längerer Zeit auch schon mal, Operationsgebiet CE. Einen spannenderen Auftrag gab es einfach zu der Zeit nicht. Und was mir tatsächlich noch aufgefallen ist, nebenbei bemerkt, das wollte ich gerade noch erwähnt haben, ich habe es glaube ich schon mal vermutet, dass diese ganzen Bootsnummerierungen schon der Realität entnommen sind. Wenn wir hier zum Beispiel mal U1055 uns anschauen, Kommandant war Oberleutnant zur See Rudolf Meyer. Was sie allerdings nicht beachtet haben, ist einfach also sozusagen die Zeitlinie. Also die wurden wesentlich später in Dienst gestellt, beziehungsweise das wurde einfach nicht beachtet. In dem Fall war es der 8.4.1944, was haben wir hier noch so rumdümpeln? U327, Kapitänleutnant Hans Lemke in Dienststellung 18.7.1944. Also ich denke mal, man kann tatsächlich diese ganzen U-Bootsnummern durchgehen und wird immer ein reales Vorbild finden. So, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Nettes Detail auf jeden Fall und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen zu viel verlangt, dass das wirklich alles historisch akkurat mit den jeweiligen Operationszeiträumen und mit Unterbeachtung der Indienststellung und so weiter umgesetzt ist. Aber auf jeden Fall gab es die ganzen Bootsnummerierungen so in der Realität. Okay, wir schippern mal hier rüber in unser Operationsgebiet. Etwas über 2000 Kilometer liegen vor uns und wenn nichts dazwischen kommt, sehen wir uns dort gleich wieder. Na, Johann? Ja, Karlein. Was sprechen die Diesel? Die Diesel sind zufrieden, Herr Karlein. Zufrieden und verfressen. So, nach ungefähr 10 Tagen auf See haben wir nun auch das Operationsgebiet erreicht. Es ist bislang also ruhig geblieben, keine Kontakte gehabt etc. Werden wir mal ein bisschen das Organisatorische durchgehen. Ein Funktelegramm ist reingekommen. Ich habe den Treibstoff noch gar nicht, beziehungsweise den Proviant noch gar nicht kontrolliert. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei. Also ihr seht schon, ich glaube, so viel hatte ich insgesamt noch nie dabei. Ich hatte so viel Liegezeit und habe auch, die Forschung hat so lange gedauert. Also ich habe ja den Zaunkönig erforscht, also die Torpedoart mit der Akustik-Zielsuche. Da haben wir auch ein paar dabei. Mal schauen, ob wir Gelegenheit bekommen, den mal zu testen. 7 Tage plus 86 Lagervorräte, also da können wir eine ganze Weile auf See bleiben. Dann schauen wir mal. Wir verschaffen uns mal einen Überblick und gehen mal auf den Turm. Wir werden uns mal das Wetter anschauen, dann werden wir uns das Funktelegramm durchlesen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch was zu tun bekommen in der Region. So, Wetter sieht eigentlich ganz gut aus. Relativ ruhige See. Das passt schon. 31. August 41, kurz nach 9. Na schön. Wo haben wir denn unseren Funker? Herr Kaloy. Der darf mal das Funktelegramm einholen. Und wir dürfen auch den Bericht versenden, dass wir jetzt im Operationsgebiet angelangt sind. Und dann schauen wir mal, was der BDU zu sagen hat. Ob er uns wieder ein Ziel vermittelt oder ob wir vielleicht den üblichen Kram vermutlich mal wieder machen dürfen. Vielleicht irgendwie ein verschollenes U-Boot aufsuchen oder dergleichen. Wir könnten uns natürlich auch noch so als eigenes kleines Ziel, also es gibt ja diese Navigationspunkte hier, also den haben wir schon freigeschaltet irgendwann mal. Könnten wir jetzt, wenn man hier mit Rechtsklick drauf geht, das ist praktisch ein direkter Reisepunkt, wo wir einfach hinschippern können, also praktisch schnellreisemäßig. Und hier drüben haben wir ja auch noch einen, das ist dann der Schnellreisepunkt Nordatlantik. Also den könnten wir uns halt auch noch freischalten. Das ist, glaube ich, auch eine ganz brauchbare Geschichte, wenn wir uns tatsächlich mal entscheiden, so in diese Gefilde hier einen Abstecher zu machen. Haben wir ja auch noch nicht getan. Also schauen wir mal. Funktelegramm. Schnapp uns mal den Kommandanten.
der sich gerade auf den Turm begibt. Der darf gleich wieder runterklettern. Und dann schauen wir mal, was der BDU so zu vermelden hat. So, Kriegstagebuch öffnen. Ja, das vermisste U-Boot. Da haben wir jetzt 3 Tage, 12 Stunden Zeit. Okay, wir können mal schauen, wo sich das U-Boot befindet. Aber ja, also das haben wir ja schon 100.000 Mal gesehen. Das ist immer das Gleiche und nicht so wirklich spannend. Muss man schon auch dazu sagen. Blick auf die Karte. Okay, gut, es ist genau in diesem Planquadrat, wo wir sowieso patrouillieren sollen. Deswegen setzen wir da mal Kurs hin und nehmen das einfach mal mit. Ah, sehr schön. Ich habe mal nachgesehen, das ist ja fast schon oder über einen Monat her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Vielleicht an der Stelle muss ich auch noch die das gerade noch erwähnen. Es werden jetzt nicht sofort wieder regelmäßig jedes Wochenende Videos zu U-Boat kommen, weil wir einfach nochmal in Urlaub fahren. Das sind nochmal 2 Wochen, die ich weg sein werde. Davor gibt es noch einiges zu tun und also Normalität wird erst wieder im Oktober einkehren. Also, dass wir dann wirklich wieder jedes Wochenende Videos haben. Ich habe mir auch überlegt, das vielleicht ein bisschen anders zu gestalten. Das wurde auch mal angeregt in den Kommentaren, die Videos einfach ein bisschen anders zu gestalten, also kürzer zu halten. Also, sagen wir mal, eine ganze Feindfahrt zu machen, das dauert ja locker mal 2-3 Stunden und dann halt 20-minütige Folgen draus machen. Das halte ich aber für keine gute Idee. Also, dafür ist U-Boat einfach nicht das geeignete Spiel. Dann haben wir zig Folgen, die einfach belanglos sind, wo einfach nichts passiert, wo man nur rumschippert, keinen Feindkontakt hat und etc. Und das also ist, finde ich, nicht das richtige Spiel für so kurze Folgen. Aber man könnte sich natürlich überlegen, die Folgen mal versuchen, so um die 40 Minuten zu halten. Dann gäbe es einfach insgesamt mehr Videos oder regelmäßiger Videos. Das wäre vielleicht eine Option, könnte ich mir vorstellen. So, da liegt noch eine Kiste an Bord. Warum liegt hier eigentlich noch eine Kiste an Bord? Gute Frage. Bedeutet das einfach, dass noch irgendwas drin ist in dieser Kiste? Die muss ja noch von der letzten Feindfahrt sein. Also die liegt hier schon eine ganze Weile rum. Aber ich glaube, ich kann da auch nichts machen, oder? Merkwürdig. Muss ich... Nee, ich glaube nicht, dass ich da jetzt ganz nah hin muss. Oder also wir können mal kurz runterklettern. An die Kiste mal dran gehen. Aber warum wir die jetzt hier noch mit uns rumschippern, verstehe ich nicht so ganz. Lager öffnen. Ach, tatsächlich, okay, die habe ich mal irgendwann eingesammelt. Und hier sind noch Fische drin, aber die bringe ich jetzt natürlich nicht im Hauptlager unter. Da ist einfach nicht genug Platz. Das ist ja ärgerlich. Könnten sie wegwerfen, aber gut, sie stören ja auch nicht, oder? Das ist eigentlich völlig egal. Wir können mal schauen, vielleicht können wir ein bisschen umdisponieren. Wenn wir hier mal die Kombüse öffnen. Na? Verdammt, so, da wollte ich hin. Öffne Kombüsenschrank. Ja, okay, gut. Da können wir natürlich ein bisschen was reinpacken, wenn wir hier einen Slot frei bekommen. Aber das wird eng. Ich glaube, wir kriegen hier keinen Slot frei, oder? So vielleicht? Nee. Das funktioniert nicht. Die Kartoffeln vielleicht, können wir die komplett hier reinschmeißen? Nee, geht auch nicht. Das geht. Okay, wir können die ganzen Dosen hier reinschmeißen und dann können wir ja die Kiste draußen leer machen, denke ich mal. Geht das nicht ein bisschen einfacher? Muss ich da wirklich jedes Mal mit einer Person hingehen? Ach nee, so geht's. Okay, alles klar. Dann ziehen wir dir hier die 13 Fische ins Hauptlager. Das wird jetzt verladen. Und dann ist die Kiste wahrscheinlich auch gleich weg. Sobald das verladen wurde. Schauen wir mal. Okay, das dauert offenbar einen Moment. Na gut. Lass mal die Sache mal ein bisschen flotter laufen. Schippern mal Richtung U-Boot. Also erfahrungsgemäß, naja, hier wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger werden, Feindkontakt zu bekommen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir spulen einfach unser Programm hier ab, das was uns zugewiesen wurde, die 2000 Kilometer im markierten Gebiet patrouillieren. Danach machen wir uns auf den Weg zu diesem Nordatlantikpunkt und dann werden wir eher wieder so in diese Gefilde hier schippern, weil da ist halt erfahrungsgemäß einfach am meisten los. Da werden wir auf jeden Fall was vor die Rohre bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, was macht die Kiste? Ist die jetzt leer geworden? Okay. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ist hier irgendwas zurückverladen worden? Das ist ja merkwürdig. Aber gut, wir lassen die Kiste einfach mal an Deck. Das ist ja egal. Und zur Not können wir sie immer noch wegschmeißen. Egal. Gut. Wir schippern einfach mal Richtung U-Boot.
Wie sieht's denn sonst aus? Besatzung ist einigermaßen fit. Der Kommandant könnte sich mal langsam wieder schlafen legen. Ansonsten maximaler Auftrieb. Ah, genau, ich habe auch noch eine Forschung gestartet, bevor wir los sind. Das dauert jetzt auch noch einen guten Monat. Batteriestufe 2 wird aktuell erforscht. Sicherlich auch nicht so schlecht. Ja, und ich bin gespannt auf diesen Zaunkönig, also auf die neue Torpedosorte. Uiuiui, jetzt wird es aber ein bisschen flott hier. Jetzt muss man ein bisschen langsamer machen. Da bin ich gespannt. Den habe ich einfach noch nie ausprobiert. So, knapp 9 Kilometer entfernt. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr auf diese Roadmap geschaut, was eigentlich aktuell so alles in Planung ist, in der Entwicklung. Es wäre natürlich schon mal wünschenswert, von diesen ganzen kleinen Unterzielen, die man noch bekommt, diese kleinen Nebenaufträge, die man während einer Patrouille vom BDU zugewiesen bekommt, wie eben hier dieses U-Boot findet. Das hat man jetzt wirklich schon oft. Da einfach ein bisschen mehr Variation reinzubekommen, das wäre schon cool. So, hier drüben ist er. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schauen wir mal, aber der ist auch... Ich vermute mal, dass wir den einfach wieder versenken müssen, deswegen fahren wir da jetzt mal ganz nah dran und dann schnappen wir uns direkt einen Ingenieur. So. Das geben wir auch durch und holen gleichzeitig das nächste Funktelegramm rein. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Ziel. Ein Versenkungsauftrag. Da hätte ich natürlich nichts dagegen. Ja, die sind eigentlich immer in Ordnung, wenn es heißt Ziel XY angreifen, weil diese Angriffsgeschichten, die gestalten sich ja immer anders. Da hat man immer anderes Wetter, Geleitschutz dabei oder auch keiner dabei. Große Gruppe, kleine Gruppe, verschiedene Schiffstypen, die man versenken muss. Das ist eigentlich abwechslungsreich genug. So, schauen wir mal, wie weit sind wir denn entfernt von dem Kollegen? Da vorne kann man ihn schon ganz gut erkennen. Da ist wahrscheinlich nichts mehr zu holen. Na schön, wir müssen noch ein bisschen näher dran. So. Möglichst nah dran, damit diese ganze... Das ganze Übersetzmanöver auch möglichst schnell vonstatten geht. Wir fahren hier mal hin. So. Alle Maschinen stopp. Dann brauchen wir den Ingenieur. Den schnappen wir uns hier mal. Ziehen den mal kurz von seinem Posten ab. Immer fleißig dabei, die Torpedos vorzuwärmen. Nanu. Okay, der hat gerade Erfahrungspunkte. Ach so, kann das sein, dass wenn die schlafen und sich ausruhen, dass die dann Erfahrung sammeln? Also erst in der Ruhephase sozusagen. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Okay. Mann auf Brücke. Na Johann, tut gut die frische Luft, was? Na. So, wo sind wir denn? Okay, oh, bisschen, ah, ja, genau, mir fällt da gerade was ein. wir hatten ja schon mal das Problem, oder beziehungsweise ich, weil ich es einfach verkackt habe, viel zu nah dran gefahren und dann das Ding hier hochgejagt. Den Fehler will ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Dieselmotoren an. Kleine Fahrt zurück. Wir gewinnen erst nochmal ein bisschen Abstand hier, bevor wir das Ding hochjagen. Aus relativ offensichtlichen Gründen, wie ich finde. Da habe ich letztes Mal echt nicht dran gedacht. Und dann war die Kacke am Dampfen hier. Wassereinbruch. Da ist einiges zu Bruch gegangen. Weil wir einfach so dermaßen nah dran waren. Das Boot vermint haben. Dann ist das Ding in die Luft geflogen. Und wir beinahe mit. So, schauen wir mal. Ein bisschen Sicherheitsabstand gewinnen. Man kann das natürlich auch mit der Bordkanone versenken. Oder wenn man ganz dekadent sein will mit einem Torpedo. Aber... Wenn man da Minen hernimmt, dann ist es einfach die günstigste Variante, weil da verliert man ja nichts in dem Sinne, ne? Mit der Bordkanone geht natürlich immer ein bisschen Munition verloren, Torpedos sind teuer. Und die Minen hat der Ingenieur halt einfach so imaginär offenbar dabei, also die muss man nicht extra dazu kaufen, das passt schon. So. Das dürfte genügen, oder? Ich denke mal,
Da sollten wir nichts mehr abbekommen jetzt. Okay, alle Maschinen stopp. Schneller, schneller! Das wird schon passen. So, wie war denn das nochmal? Rechte Maustaste, okay. Na, komm, komm. Rechte Maustaste. Es tut sich nichts. Muss ich doch nochmal näher dran? Ich habe den Ingenieur. Shit, muss ich echt nochmal näher dran? Oder geht das vielleicht auch über die Karte? Geht das so auch? Nee, da kann ich nichts machen. Shit! Muss ich da echt nochmal näher dran? Oh, das ist jetzt aber ein bisschen ärgerlich hier. Weil meines Wissens... Den Kommandanten brauche ich ja dafür nicht. Wir können es mal versuchen. Ob der Kommandant eine Option bekommt, wenn ich das Ding da anklicke. Also ihr seht ja rechts unten. Rechte Maustaste, Aktionsliste öffnen. Aber da tut sich nichts. Na schön. Kleine Fahrt voraus. Vielleicht müssen wir echt nochmal ein bisschen näher dran. Wir wechseln hier nochmal. Okay, der ist immer noch draußen. Sehr gut. Ich meine, ganz auf blöd haben wir halt einen Bug. Man darf nicht vergessen, immer noch Early Access. Also das ist kein fertiges Spiel, was wir hier haben. Ich werde mich jetzt hier auch nicht ewig damit rumplagen. Wenn es nicht funktioniert, dann machen wir einfach wieder, also ab durch die Mitte und machen unsere Patrouille weiter. Aber da geht nichts. Oder ist es eins von den Booten, die vielleicht hat. Also wir haben ja noch nicht rausgefunden, was es hier mit sich auf, also mit dem Boot auf sich hat. Möglicherweise brauchen die einfach ein bisschen erste Hilfe von uns. Das kann ja auch sein, aber es sollte sich eigentlich irgendwie eine Aktionsliste längst geöffnet haben. Also hier wird es ja links unten auch angezeigt. Und ich könnte das Boot jetzt natürlich auch einfach so mit der Bordkanone versenken. Aber solange wir nicht rausgefunden haben, ob wir das wirklich müssen, ist das, glaube ich, keine gute Idee. Das ist echt ärgerlich. Aber ich glaube, also irgendwie haben wir hier Pech. Da geht nichts, Leute. Da haben wir irgendwie Pech gehabt. Also außer ich mache hier wieder irgendwas falsch. Kann natürlich sein, ist eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, wir schauen nochmal gerade ins Kriegstagebuch. Gut. Also, wir kriegen den Jagdbefehl. Wir haben auch schon durchgefunkt, dass wir das U-Boot versenkt, dass wir das U-Boot entdeckt haben. Das wundert mich doch ein bisschen. Okay, letzter Versuch mit dem Kommandanten und dann verziehen wir uns einfach wieder. Keine Lust, hier meine Zeit zu vergeuden. Irgendwo da in die Richtung ist das neue Ziel und mit dem hier können wir einfach nichts anstellen, wie es aussieht. Ah, Pech gehabt. Also jetzt kriege ich aber auch keine Anzeige mehr, dass wir hier irgendwie ein Menü öffnen können. Kapitän? Ja, ärgerlich, muss ich sagen. Also ihr seht ja selbst, diese Aktionsliste lässt sich halt irgendwie nicht öffnen, warum auch immer. Egal. Setzen wir wieder Kurs. Danke für nichts. Zeit vergeudet. Okay, sehr gut. Die sind nicht allzu weit entfernt. Kleine Gruppe, 2 bis 4. Dann setzen wir da direkt mal kurz drauf. Kleine Fahrt voraus. Und sehen mal zu, dass wir da was vor die Rohre bekommen. Ist natürlich ganz in meinem Sinne. Hm. Was ist denn da los? Seht ihr das? Okay, also jetzt stimmt aber...
Jetzt habe ich wieder den Kurs vom eigenen U-Boot. Ich kann... Ich konnte gerade einen Kurs für dieses Boot hier setzen. Habt ihr das gesehen? Hatten wir jetzt gerade irgendwie auf irgendeine seltsame Art und Weise die Kontrolle über das andere Boot? Kann das sein? Ich meine, man kann denen ja Befehle geben. Aber gilt das auch für ein U-Boot, was hier einfach nur so vor sich hin dümpelt? Sehr merkwürdig. Also, äußerst merkwürdig. Aber egal. Bloß weg hier. Kostbare Sendezeit vergeudet hier. Leute, Leute. Okay, wir gehen direkt mal auf halbe Fahrt. Ran an den Feind. Kann man schon ungefähr erkennen, was die für einen Generalkurs haben. Ja, schon Richtung Osten, würde ich sagen, ne? Ungefähr so. Ganz grob. Mhm, okay. Ja, ein bisschen korrigieren. So in etwa. Ah, das kommt hin. Dann setzen wir mal Kurs hier hin. Ja, die müssten doch eigentlich... Normalerweise können die auch, genau, einen Abfangkurs berechnen. Einfach Rechtsklick auf diese Gruppe. Jawohl. Und vielleicht mal speichern. Wir sind schon relativ nah dran. Sehr gut. Okay, bisschen enttäuschend gerade die U-Boot-Geschichte, aber wie gesagt, vielleicht habe ich einfach irgendwas falsch gemacht. Scheiß drauf, salopp gesagt. Wir sehen mal zu, mit wem wir es hier zu tun haben. Kommandant ist zwar gerade nicht optimal ausgeruht, aber der geht trotzdem auf die Brücke. Ich brauche den am U-Zoo. Wie spät haben wir es? 19:55. Eigentlich gar nicht so schlecht. Sonne geht gerade unter. Und ansonsten ganz gute Verhältnisse. Seegang ist sehr überschaubar. Ja, da bin ich ganz zuversichtlich. Kleine Gruppe 2 bis 4, die haben in der Regel auch kein Kriegsschiff dabei. Im schlimmsten Fall ist halt einer oder zwei von den Frachtern irgendwie ein bisschen bewaffnet, aber... So, die müssten jetzt dann theoretisch auch schon bald in Sichtweite kommen, wobei die gemeldete Position natürlich ungenau ist. Okay, jetzt haben wir die genaue Position. Und da haben wir auch schon Sicht auf einen der Frachter. Ausgezeichnet. Oh, da ist auch ein Neutraler dabei. Schauen wir mal. Die scheinen wirklich nur zu zweit zu sein. Also müssen wir wirklich nur den einen da rausballern. Ah, okay, da ist noch einer. Zwei neutrale Frachter. Das ist ein bisschen ungünstig. Oder was heißt ungünstig? Das kriegen wir schon hin, aber das ist halt ärgerlich. Okay, es ist immer noch relativ hell. Deswegen sollte man schon drüber nachdenken. Sehr bald abzutauchen. Man kann die schon gut mit dem Fernglas erkennen. Okay. Ja, ich würde sagen, Tauchstation. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja echt lange hier. So, einmal auf Seerohrtiefe. Einsteigen, Männer. Zentrale auf Rotlicht umschalten. Und alle Mann auf Gefechtsstation. Ich habe fast den Eindruck, wir haben hier ein bisschen Wasser im Boot. Kann das sein? 1,4, okay. Das passt schon. So. Dann gehen wir mal hier in die Übersichtskarte. Wieso habe ich eigentlich zwei Männer am Funkgerät? Das ist eine gute Frage. Einer geht mal hier ans Horchgerät. Torpedos werden vorgewärmt. Er ist schon relativ erschöpft hier, unser Maschinist. Und der Alte geht ans Angriffsperiskop. Okay.
Schauen wir mal. Also theoretisch könnte ja noch ein Vierter dabei sein, aber ich gehe nicht davon aus. Die werden zu dritt sein hier, die Brüder. Die scheinen auch relativ flott unterwegs zu sein. Also da müssen wir jetzt schauen, dass wir hier irgendwie hinterher kommen. Ich brauche einen Maschinisten. Er kümmert sich normalerweise um die Torpedos, hat sich gerade schlafen gelegt. Ist natürlich auch ein bisschen ungünstig um die Zeit, aber wir wecken den gerade trotzdem wieder auf. Ich meine, pennen kann der später noch. Ich brauche einfach die Maschinisten und Verstärkung, damit ich hier auch auf AK-Fahrt gehen kann, sonst funktioniert das ja nicht. Kriegen wir die so überholt? Das ist aber mühsam. Also die sind schon sehr flott unterwegs, würde ich mal sagen. Aber gut, wir müssen ja auch nur den einen versenken. Da wäre jetzt natürlich dieser akustische Torpedo genau das falsche Mittel. Weil der sucht sich dann sein Ziel ja bekanntlich selbst. Ich meine, das würde wahrscheinlich schon funktionieren, wenn man ungefähr in die Richtung von ihm hier schießt. Aber wenn der dann natürlich einen Neutralen erwischt, das wäre natürlich ungut. Junge, Junge, die sind aber wirklich flott unterwegs. Ich tendiere fast dazu aufzutauchen und die mit der Bordkanone unter Beschuss zu nehmen. Ja, ich glaube, so wird das nichts. So wird das nichts. So, einmal auf Nullstellung und dann müssten die ja hier drüben irgendwo sein. Schusswinkel wäre halt wirklich, also sehr, sehr ungünstig. Dumm wäre es natürlich, wenn die jetzt wirklich Bewaffnung haben. Kann man da was erkennen? Also ich würde sagen, nein. Der zumindest. Und das ist ja auch unser Ziel, sehe ich das richtig? Das ist der, der vorausfährt. Und die anderen beiden. Ich meine, die sind neutral. In der Theorie dürften die mich natürlich nicht angreifen, aber Praxis sieht natürlich oftmals anders aus. Aber die sind alle nicht bewaffnet, oder? Hier die schwedischen Kollegen. Was haben wir denn da? Die Gunborg. Das ist auch ein Schwede. Na gut, auftauchen. Und mit der Bordkanone bearbeiten. Tanks anblasen! So, wer war nochmal... Oh, das habe ich vergessen. Wer war nochmal der Artillerist? Ich meine, das müsste er hier sein. Herr Kalloy. Genau. Deswegen schnappen wir uns den gleich. Der geht an die Bordkanone. Wechseln auf Dieselmotor. Dieselmotoren laufen an. Moment. Legen Sie den Kurs an. Halbe Fahrt. Schauen wir mal, wie spät haben wir es? Es ist jetzt eh schon relativ gut. Kurz vor 10. Wir werden uns wahrscheinlich noch nicht direkt entdeckt haben, oder? Ja, wer weiß es schon. Ah, der Mond, Vollmond auch noch. Okay. Ja, ja gut, das ist kein Problem. Den kriegen wir. Bestätigt. Ach, schön. Im Vollmond. Weit, weit weg von jeglicher Luftunterstützung. Keine Kriegsschiffe weit und breit zu sehen. Den holen wir uns. Auf große Fahrt gehen. So, nur nochmal verifizieren. Ist das auch wirklich der, den wir holen sollen? Okay. Ich habe ja... Ich sollte die mal identifizieren, glaube ich. Wir haben sie noch nicht identifiziert. Okay, wir können das natürlich mit der freien Kamera einfach mal schnell machen. Die Sveaborg. Aber ich glaube, die anderen, die hießen ja anders, oder? Habe ich doch, glaube ich, gerade noch... Schauen wir mal. Das wird ja schon sein, oder? Oh, doch nicht. Anna Christina.
Schau an. Sollen wir wirklich einen neutralen versenken? Kann das sein? Hatte ich, glaube ich, so auch noch nie, oder? Schauen wir uns den mal schnell an. Sveaborg, tatsächlich, den sollen wir versenken. Sieh mal einer an. Interessant, okay, ja gut, dann machen wir das und dann versenken wir aber natürlich den anderen feindlichen auch noch. Das sind also die beiden, die hier so ein bisschen vorausfahren. Den da hinten können wir links liegen lassen. Und dann schnappen wir uns nur die beiden hier vorne. Soll mir recht sein. Auf geht's. Angriff, gut. Man sieht, schön zu erkennen, die fangen jetzt an zu zacken. Zeit, dass wir die Kollegen unter Feuer nehmen. Ich glaube, er hat eh schon angefangen zu ballern, kann das sein? Ja, wir müssen noch ein bisschen näher dran, glaube ich. Na, ja, wobei. Das war schon mal ein Volltreffer. Und der braucht... Moment, Moment, Moment. Der braucht... ein bisschen Unterstützung, damit der einfach schneller nachlädt, das Bordgeschütz. Näher dran noch. Dann läuft das einfach besser. So, das schaut gut aus. So, der andere ist hier vorne. Und den werden wir mal Richtung Meeresgrund schicken hier. Die haben gerade die Rettungsboote schon zu Wasser gelassen. Der hat auch schon ordentlich Schlagseite. Das dürfte schon gewesen sein für den Bruder hier drüben. Der säuft ab. Sehr schön. Können wir uns direkt dem nächsten widmen. Also, gefordertes Ziel ist bereits versenkt. Den nehmen wir noch als Bonus mit. Das hat man aber auch selten, dass man den so dermaßen in Flammen schießt. Das ist ja kein Tanker. Oder? Das ist doch kein Tanker. Das stinkt nochmal ein Frachter. Oder? Frachter. Er brennt auf jeden Fall. Lichterloh. Das dürfte es auch schon im Wesentlichen gewesen sein für den Kollegen. Da ist wohl nicht mehr viel zu machen. Höhlenbruch, Sie sinken! Und da säuft er ab. Ausgezeichnet. Das waren jetzt, wie viele Schuss waren denn das? Drei? Ordentlich. Okay, wir können direkt funken. Wert 9150. Das ist natürlich schon ganz stattlich. Ja, ausgezeichnet. Okay. Wächter darf wieder... Nee, Blödsinn, er hier darf wieder an den Kartentisch zurück. Und somit haben wir unsere erste Tonnage erledigt. Auf dieser Feindfahrt. Das soll es auch gewesen sein fürs Erste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es genau hier weitergeht. Bis dahin und macht's gut.